haben sie sehr cool gestaltet, auf jeden Fall. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Ich bringe sie nach Vardos. Die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Und warum? Das werden wir uns auf jeden Fall noch ansehen und sobald wir wieder in irgendeiner Mission sind, werden wir den Part dann wieder beenden. Ich glaube, das haben wir dann. Die Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat. Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Glepp. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Protektorat Glepp im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxie verbreiten. Neue Freigabe. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrt. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Ja, unsere Mission. Dieser Planet wird zerstört, die imperiale Garnison wird abgezogen und die Zivilisten sollen sterben. Konflikt in Aiden haben wir auch gesehen. Ich habe mittlerweile vielleicht sogar ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich vom Imperium abgrenzt. Ich glaube, wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Spezialeinheit, durchlachen.
Allein, müsste nicht noch ihre Mutter hier leben oder ist sie schon tot? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir haben ja von... wirklich wegen einer Person? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Ah, Vardos. Nicht von dir. Entschuldigung. Das ist alles für das große Ganze, Kommandant. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Wurde aber auch Zeit. Aggressiver. Erdbeleidigen Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, 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 zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los. Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, 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 was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein, nein, nein. Komm, warten Sie. Ich bin Ihr Commander. Waffe runter. Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu das Imperium nicht. Muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn Sie uns sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle. Bereich sicher. Wenn Sie nicht Deserteure sehen. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Ich hol sie mir. Feuer frei! Uns getötet da. Schon okay, Commander. Gehen wir. Los jetzt, in den Durchgang. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Punkt. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Imperator Palpatine.
ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Damit sollten wir es wenigstens mit der Luftabwehr schaffen. Oh, cool. Leibwache. Blankgranate ist cool. Ja. Was haben wir denn da? Verringert den Schaden durch Explosion und Toxine. Hartnäckig, gesundheitliche Regeneration beginnt früher. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir den hier. Verbessert die Fähigkeit von Frauenkämpfer, die die Aufladung deiner Fähigkeit dann abschließt, wenn du einen Gegner besiegst. Okay. Dann lassen wir einfach mal so und dann nehmen wir mal Leibwächter mit und hartnäckig. So. Mehr nach, leiser. Verstanden, Kommandant. Deaktivieren. Auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Oh Mann. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. An den Kampfläufer kommen sie nicht vorbei. Feuer frei! Okay, da will ich jetzt nicht runter. Hack das Ding. Du musst was für mich hacken. Okay, da gibt's nichts Neues. Oh, verdammte Scheiße, ey. So, zack, den haben wir. Ach du Scheiße. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschiffe zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor.
Okay, gut, dann covern wir mal die Scheiße hier. Hey, wir haben wieder imperialen Funk. Geben Sie mir die Corvus. Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln. Hast wird Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen. Ja, Commander. Ich bin dabei. Lass ich noch sagen. Ach so. AT-ST! Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Boom. Alter, wieso braucht das so lange? Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Flugabwehrgeschütze einmal hier ausschalten, einmal da ausschalten, bitte. Ach, Teil im Anflug! Ups. Bumm. Geht mir aus dem Weg. Alter, du bist immer noch da. Kein Problem. Schnell. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Commander. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Scan. Unsere Besatzung wird angegriffen.
Achso, warte mal, das sind meine Leute. Normal geht es ja eigentlich wieder rum, ne? Das war knapp. Nur was wird jetzt passieren? Admiral Versio. Agent Hask berichtet. Mission erfolgreich, Sir. Einen Glückwunsch, Commander Hask. Also, wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen geschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Aiden Versio von der Imperialen Korvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Waffe. Lando! Lando! Ist sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo.
Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Sehr interessant. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie?